Willkommen zurück, meine Lieben, hier bei Panzerkur. Wir neigen uns langsam, also wir sind so ein bisschen im Endspurt von der Grand Campaign 40. Wir sind in Reims, also wir haben drei mehr Missionen. Und ja, wir konnten uns, bevor wir jetzt irgendwie Einheiten platzieren, erstmal einen Überblick über die Situation verschaffen. Wir haben hier ein paar Brückenpioniere noch. Wir haben 1, 2, 3, 4, 6 Siegpunkte. Ich denke mal, das ist Reims. Jawohl. Irgendwas wurde gesagt im Mission Briefing. Coordinated Counterattacks in Direction of Vouziers. Wozu ist Vouziers? Der irgendwas? Kann man auch nicht aussprechen. Kann man auch. Also auch. Besancourt. Also keines von den Siegpunkten ist Vouziers. Wozu ist Vouziers? Was? Lyon? Laon. Das ist aber nicht Lyon, oder? Rethel. Was? Was ist das für eine Stadt? Also das hier ist Reims. Also irgendwie, vielleicht übersehe ich was, aber ich sehe dieses Vouziers-Dingens nicht. Corbigny. Es müsste ja irgendwo am Rande der Karte sein, oder nicht? Ach hier, doch, hier ist Vouziers. Also wahrscheinlich kommen die dann von da. Okay, demnach, was haben wir? Wir haben einen relativ dicken Fluss hier mit relativ viel Sumpfgebiet. Ich denke mal, hier kommt dann der Nachschub rein. Ich meine, wir haben zwei Punkte, wo wir unsere Einheiten deployen können. Das sollen wir so auch machen. Du kannst direkt dahin. Dann Brückenpioniere dahinter. Ihr geht direkt auf diese Stadt los. Ihr geht auf diese Stadt los. Mach das dahin. Dann haben wir hier eher ein paar Elite-Einheiten. Recon denke ich dann auch eher auf der Seite. Ihr Jungs kommt hier mit. Plus eine zweite Truppe. Die kommen sowieso nicht schnell genug an die Stadt ran, von dem her das passt. Ich denke damit, das sollte genügend Infanterie sein. Hier sind eher Städte und hier ist eher offenes Gelände. Das ist, ich pack den Panzer hier mit dazu. Ich weiß nicht, wo wir mehr Panzer antreffen. Ich werde jetzt einfach mal die Anti-Tank-Gun hier hinpappen. So, vielleicht sollten wir auch erstmal die Flugzeuge platzieren. 13er hier. Ein 13er auf der anderen Seite. Hier, bitteschön. So, das wären mal die Fighter. Du da. Du auf der Seite. Da und... keine Ahnung. Wir wissen nicht genau, wo dann die Gegner kommen. So, auf jeden Fall auf jeder Seite einen Panzer. Der hier ist halt schon voll. Das macht nicht so viel Sinn, den da noch zu deployen. Die nehme ich mit. Und ich denke, das war's. Der Panzer bleibt in Reserve. Wir haben drei Panzer mit dabei. Ich denke, das sollte passen. Soweit. Nun gut. Wir haben 20 Runden Zeit. Gehen wir's an. So, zuallererst mal scouten wir ein bisschen. So, da sollten wir einige sehen. Oh, das sind Fighter. Problem ist, hier wird garantiert eine Anti-Air-Gun sein. Ich wollte gerade sagen, ja. Und ein Bomber noch dazu.
Ich hätte nicht gedacht, dass er jetzt da noch so viele Einheiten hat. Okay, das Ding ist eigentlich... so gut wie tot. Nimm hier ein. Damit der Panzer dir nicht gefährlich werden kann. Du gehst dahin. Du bist der, der nicht wirklich viele Erfahrungen hat. Hier ist ein Sumpfgebiet. Ich weiß nicht, ob der hier durchkommen kann. Ich werde jetzt mal ein bisschen risikoreich sein und hier einfach vorgehen. Mit euch, die haben sowieso nicht so viel XP. Falls jetzt einer sterben würde, wäre das nicht das Ende der Welt. Okay. Wir kommen nicht an das Ding daran. Eine 7. Auch eine 7. Bombt den mal. Okay, leider nur eine 6. So, 4 unten. Okay, gute Sache. Dann würde ich sagen, da ist auch nochmal so einer. Schnapp du dir das da. Er hat hier keine Vision. Ich weiß nicht, ob er sich merkt, dass da ein Fight, ein Bomber war. Aber das müssen wir wohl oder übel jetzt riskieren. Du schnappst dir den hier. Probierst es zumindest. Will ich eine 6-1 riskieren? Das ist eigentlich relativ unsinnig. Von dem her, du gehst mal hier mit runter. Das passt. Also der hier muss auf jeden Fall beschützt werden. Ja, hier angreifen können wir momentan nicht. Deswegen gehst du dahin. So, du nach vorne. Da haben wir eine Anti-Air-Gun. Die ist eigentlich... ist eigentlich egal. Okay, er hat noch ein bisschen Schaden gemacht. Okay, ihr kommt bis da rein. Gut. Mach mal. Du kommst nicht in Schussreichweite. Okay, ich glaube, du brauchst hier keine Hilfe. Wir können einfach so angreifen. Das wäre durchaus eine Option. Alternativ, du gehst mal nach vorne. Du bist relativ furchtlos diesbezüglich. Ich weiß nicht, was Anti-Tank an... Ich meine, das ist ein Soft-Target. Der ist schlecht gegen Soft-Targets. Du könntest aber das mal einnehmen. Geh ich hier hin. Wenn er rauskommen will, soll er das tun. Das kann uns... Also das soll uns egal sein. Du greifst den hier an. Na, war so zu erwarten. Dann würde ich mit dir ganz gerne den angreifen. Minus 7, fantastisch. Der sollte auf sich alleine aufpassen können. Ich meine, wir könnten jetzt weit nach vorne gehen, aber das ist sehr risky. Geh mal dahin. Wie gesagt, der kann auf sich alleine aufpassen, bin ich mir relativ sicher. Jetzt ist die Frage. Ich glaube, der hier... Was hast du für eine Spotting Range? 1. Der kann den... Der sieht den... Der wird nicht gesehen. Von dem her, ich denke, wir wagen es einfach mal, den da allein zu lassen. Wobei, ich meine, müssen wir... Ist das Risiko das wert? Ich glaube nicht. Könntest das Ding da wegmachen, ne? Vielleicht. Komm, mach mal. Weg ist weg. So. Du beschützt den. Das muss passieren. Und du gehst daneben ran.
denke mal, wir machen das mal so um den Dreh. Ich hoffe, da werden wir nicht angegriffen, aber ich denke, das sollte einigermaßen in Ordnung sein. So, die hinteren Städte haben wir eingenommen. Das ist wichtig, dass die uns nicht von hinten dann in den Rücken fallen. Selbstverständlich. Alle Einheiten sind gezogen. Okay, ja, er hat Vision darauf. Okay. Das war relativ dumm von ihm. Tja, die sind jetzt halt ziemlich angeschlagen, aber was soll's. Es ist, wie es ist. Dann holen wir uns erstmal den Jungen hier. Minus 9, fantastisch. Kriegen wir... Oh, shit. Ich habe einen Fehler gemacht. Oder? Das Problem ist, er zieht sich dann einfach zurück. Wir kümmern uns zuerst um die Fighter. Und vielleicht sollten wir nicht in unsere Transporter gehen, wenn wir unter Vision stehen. Okay, soweit, so gut. Wir haben doch noch den Spezialbomber. Wo ist der? Hier. Der kommt nicht bis da drüben hin. Okay, ich denke, wir werden den hier angreifen. Kümmern uns zuerst um die Lufteinheiten. Luftüberlegenheit ist wichtig. Ach, du kommst hier nicht mal hin. Schade. Das wäre eine 7-0. Du gehst hier hin. Ein wenig enttäuschend, aber zum Glück könnt ihr das zu Ende bringen. 4-1. Das wäre eine 7-0. Ich denke, wir machen erstmal die 7-0 hier. Ihr habt sonst keinen Move. Vielleicht hätte ich zuerst mit denen angreifen können. Weil ich glaube, das Zerstören einer Einheit gibt mehr XP, als einfach nur anzugreifen. Deswegen, naja. Den hier kriegen wir nicht weg. Die hier unten haben rein gar nichts gemacht, überraschenderweise. Okay, wir könnten den angreifen. Du kommst aber nicht bis unten hin und von allen anderen... Ist es riskant? Wahrscheinlich schon. Vor allem, weil wir dann hier stehen müssen. Aber die einfach so... So dazulassen ist irgendwie auch nicht gerade so toll. Du kommst... Okay, weißt du was? Erstmal nimmst du das ein. Dann würde ich dich ganz gerne weiter unten haben. Und... Du bist die Schlechten. Da ist keiner drin. Ich denke, den wollen wir hier unten haben, um den Panzer zu zerstören. Das würde Sinn ergeben. Hier müssen wir aufpassen. Ich will nicht zu weit nach vorne gehen. Okay, das war gut. Für den Moment. Oh, okay. Du könntest auch den da zu Ende machen. Fantastisch. Vielleicht kauft er sich da was Neues. Denke, du gehst erstmal in die Stadt. Und du bleibst da hinten. Wir werden sehen. Bomben. Das hier ist zu gefährlich. Hier ist sowieso nichts zu holen. Idealerweise würden wir in der Nähe unserer Fighter bleiben. Ich weiß nicht, ob das irgendwie eine valable Option ist.
Alter, die wären weg. Wahrscheinlich nicht. Es ist die Frage, ob er vielleicht noch weitere... Ob er noch weitere Flugzeuge hat, die uns gefährlich werden könnten. Oder ob wir in Ruhe bomben können. Okay, du kommst nirgendwo mehr hin. Da ist noch eine Pack. Was hast du für eine Spotting Range? 1. Sehr schlecht. Sehr schlecht. Geh mal da rein. Das wäre eine 5-1. Nein. Du hast auch ganz gute Spotting-Fähigkeiten. Nächste Runde nehmen wir vielleicht das Flugfeld ein. Ich getraue mich nicht, hier vorne nach vorne zu gehen. Greif mal den hier an. Ich glaube, den können wir relativ sicher angreifen. Okay, gut. Was kannst du angreifen? Wir schauen jetzt einfach mal. Wenn er noch weitere Fighter weiter hinten hat, haben wir Pech gehabt. Aber das ist ein Risiko, was ich gewillt bin einzugehen. So, alles weg. Und dann haben wir noch dich. Mal schauen, was wir da haben. Ein paar Infanteristen. Okay. Eins weiter runter. Sollte keine Vision auf uns haben. Das heißt, wir sollten da in unseren Transportern einigermaßen sicher sein. So sicher, wie wir es halt nur sein können. Der wird sich wahrscheinlich zurückziehen. Müssen mal sehen, ob wir dann immer noch Vision auf ihn haben. Okay, alles andere ist erledigt. Okay. Also, der ist hier durchgerauscht. Ich weiß nicht, wie weit runter. Der andere ist... Wir wissen es nicht. Der andere ist irgendwo. Also einer ist hier unten durchgerauscht. Den anderen habe ich nicht gesehen, aber er ist nicht mehr in unserer Vision. Okay. Machen wir erstmal First Things First. Das wäre eine 4-1. Ach komm, du brauchst sowieso XP. Sonst machst du ja eh nichts Gescheites. Okay, das Ding ist endgültig weg. Du hast nicht so viel XP. Wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Ich gehe mal hier rein. Keine gegnerischen Flugzeuge zu sehen. Hier anzugreifen ist wahrscheinlich keine gute Idee. Geh du mal dahin. Okay, da ist ein Panzer. Unvorteilhaft. Aber ich denke, wir können den bomben. Aha. Okay. Gut, wir haben wieder Vision. Ich krieg dich. So, das wäre der Bomber mal weg. Der Fighter ist aber immer noch irgendwo. Wahrscheinlich ist er auf dieses Flugfeld hier zurückgewichen. Wir könnten den angreifen oder... Ich denke, wir sollten wahrscheinlich zuerst den Panzer wegmachen. Na, minus 8. Ach komm schon, echt? Darf doch nicht wahr sein. Wieder nicht gereicht. Das ist eine Verschwendung.
Also, weißt du was? Geh du mal dahin. So, nächste Runde müssen wir dich wohl oder übel zurückziehen. Aha. Mehr Übeltäter. Der hat sich auf jeden Fall jetzt noch nicht wieder hochgepusht. Ah, das war schlecht. Ich hätte im Wald bleiben sollen. Ich wusste, es hat einen Grund gegeben, dass ich genau da drin war. Ich glaube, der ist da reingegangen. Geh du mal dahin. Okay. Ich sehe. Ja, den kriegen wir so nicht weg. Noch viel zu viele Einheiten hier hinten. Ich denke, das ist No-Brainer. Nimm ein. Geh auf das Sumpffeld. Die Gegner haben Vision auf uns da. Ich weiß nicht, was uns das Neutralize-Zeug bringt. Okay, da haben wir bereits einen Bomber im Einsatz. Wie wär's, wenn du... Nee, du gehst hier hin, damit du in der nächsten Runde gut angreifen kannst. Bomb du das da mal. So, du hast eine Vision von 2. Also, sie sehen die da. Ich meine, wenn du auf die Brücke gehen willst... Okay, das soll mir egal sein. Wenn er auf die Brücke gehen will, soll mir das egal sein. Da hat er keine Vision. Von dem her können wir hier in aller Ruhe vorrücken. Was ist mit euch? Da sehen wir nichts. Die lasse ich da. Die kriegen wahrscheinlich aufs Maul. Das war schlecht. Das war ein dummer Move. Es könnte sein, dass die jetzt sterben. So, alles andere. Sind wir durch? Das ist nach wie vor immer noch ein ziemlich schlechter Move. Größtenteils wahrscheinlich auch wegen... Weil der A keine XP hat. Und B wegen der Kanone. So, hier haben wir noch einen Bomber. Es gibt nichts, was wir jetzt gerade dringend bomben müssen. Und ich denke mal, dass unser Recon auch... Okay, gut. Unser Recon auch vielleicht aufs Maul bekommt. Das war Glück. Richtig heftig. Vielleicht hat er keine Vision auf uns hier. Das wäre durchaus eine Möglichkeit. Okay. Und nun. Ihr habt nicht wirklich einen Angriffsmove. Das Einzige, was... Nee, du kannst relativ viel angreifen. Du bist flexibel. Artillerie. Damn it. Ich hätte jetzt gehofft, dass wir irgendwie zumindest auf den hier schießen können, aber nein. Ist uns nicht vergönnt. Weil... Also, ich gehe hier mal hin. Och, minus 2 nur? Räudig. Tja. Du verziehst dich. Du gehst zurück. Das Ding hat er mittlerweile wahrscheinlich wieder aufgefüllt. Dessen müssen wir uns bewusst sein.
Du könntest ja die Anti-Tank-Einheit angreifen. Nicht so toll. 6-1, 6-2. Sind alles keine guten Moves. Hier mitten auf dem freien Feld zu stehen, wo nachher die Panzer angreifen können, ist halt auch eigentlich nicht so wirklich intelligent. Vielleicht können wir die Panzer bomben. Dafür müsste das Ding aber komplett weg. Ich meine, das ist möglich. Okay, und wenn wir Risiko eingehen, wahrscheinlich am ehesten mit dir. Okay, so weit, so gut. Jetzt. Jetzt können wir hier bomben. Einmal eine minus 4. Du kannst direkt daneben hin. Dann werden wir schön einen Fighter hier. Auf dem Panzer positionieren. Ach, damit, ich habe vergessen, das Flugfeld ist Mist. Ich meine, hier sind wir dann wirklich richtig am Arsch. Countryside. Verflixt. Der Fighter wird was abkassieren. Das war richtig dumm. Wo zur Hölle ist, hat er den anderen Fighter zurückgezogen? Auf das Feld da? Okay, du musst hier sowieso zurück. Kannst dich neben den Fighter stellen. Das ist auch eine gute Sache. Warum nicht? Einmal mit einem minus 2. Alle 4 sind suppressed. E-Beam und sammle XP. Weil der hier ist voll mit XP, der braucht das nicht. Ihr seid noch nicht voll. Okay, gut. So, du gehst vor. Haben eine weitere Kanone. Was hast du für eine Vision Range? 2. Okay, ich denke, hier sind wir nicht in Vision. Das wäre gut. Wo sind unsere Fighter? Also einer ist da und den dritten haben wir da. Was machen wir mit dir? Ich denke, wir greifen da unten an und verwenden den Fighter dann hier. Nächste Runde muss er das zwar zurückgehen, aber wir haben zwei andere, die wir verwenden können. Hier haben wir noch so ein bisschen ein paar Rückzügler. Von denen keiner irgendwie sinnvoll angreifen kann. Okay, dann greif den an. Kriegst den weg? Ich denke, das ist es wert. Du brauchst die XP dringender als das eine Prestige. Naja, das sollte wohl nicht sein. Warum kann keiner von euch angreifen eigentlich? Du könntest angreifen, aber das ist so risky. Es geht nur, wenn die weg sind, weil wir sonst danach unter Vision sind. Okay, soweit, so gut. Ihr mal da. Ihr da und du nach vorne. Bei euch.
denke ich mal, hier nach hinten. Sollte momentan keine Vision sein. Du gehst mal hier hin. Das passt. Die Panzer sind alle ein wenig angeschlagen, was gut so ist. Das passt. Die Bomber sind beschützt, allerdings, ja, das wird wahrscheinlich nicht so glimpflich für uns ausgehen, aber wir werden sehen. Du hast deinen ersten XP bekommen, oder? 2. Hooray. nicht so wie ich mir vielleicht vorgestellt hätte. Aber wir haben schon den größten Teil eingenommen. Wir sollten wahrscheinlich weniger greedy sein. Eine minus 5. Ach ja, und jetzt hat er Vision auf den. Holy shit, woher kommen die ganzen Flugzeuge? Das habe ich schon fast gedacht, dass der angegriffen wird. Minus 3. Auch das war leider zu erwarten. Warum schaffst du das so gut, wenn er im Wald steht? Mir nicht so ganz erklärlich. Meine Fresse, was hat der alles an Einheiten? Vielleicht ist das dieser Counter-Attack, von dem gesprochen wurde. Nun gut. Okay. Du musst zurück. Hilft nichts. Der hier hat mächtig Schaden zugefügt. Ich glaube, irgendwie 5 oder so. Der war auf 13. Das war einer unserer guten Panzer. Ich denke, wir müssen uns zuerst mal um den Fighter kümmern. Ich möchte den Gegner weghaben. 4 nur. Ach, komm schon. Ah, das könnte wieder nicht reichen. Okay, wir haben Glück gehabt. Dann greifen wir den an. Zwei Ammo. Du kannst dich nicht mehr zurückziehen. Okay, weißt du was? Du machst mir hoffentlich den weg. Ne, fast. Minus 8. Du kannst dich wieder verziehen. So, dann haben wir noch dich. Den Fighter haben wir getötet. Er hat noch einen zweiten Fighter. Ich glaube, das müssen wir jetzt wohl oder übel riskieren. Komm, Moment mal. Du würdest den töten. Gibt's Alternativen für den hier? Ich glaube nicht. Ach, komm schon. Du hast noch 5 Fuel. Wir müssen den hier noch wegbekommen. Okay, hier haben wir einige Infanteristen in offenem Gelände. Dafür ist dieser Panzer prädestiniert. Die Frage ist, wie wir den da wegbekommen. Und ich würde eigentlich auch ganz gerne den hier weiter wegkriegen, aber irgendwie, es fehlen uns... Irgendjemand muss ganz sterben, endlich mal. Irgendjemand muss endlich mal ganz sterben. Minus 4.
Okay, so weit, so gut. Ihr zieht euch da zurück. Ich weiß nicht, ob wir den hier wegkriegen. Ich block den mal ein. Der könnte weggehen, aber dann würde er sich nicht hochheilen. Könnte er sich nicht aufmunitionieren. Und ich denke mal, das ist wahrscheinlich wichtiger. Was mache ich mit dir? Haben wir weitere Bomber? Ich habe ein bisschen Angst vor diesem... Was heißt Angst? Ich habe ein bisschen Respekt vor diesem... Vor diesem Bomber. Weil er ist ein Zwölfer. Und er hat gezeigt, dass er uns ziemlich ans Bein pissen kann. Von dem her nehme ich das durchaus ernst. Allerdings... Wie weit kommst du? Wir bringen dich einfach mal nach vorne. Du bist von Anti-Tankern, aber wir können dich auch missbrauchen als... eine normale Gun. Was wir machen könnten, wäre, wir könnten ein Flugzeug darüber stationieren. Dann können sie den zumindest nicht bomben. Oder wir bomben den hier, was wahrscheinlich besser ist. Zwei suppressed. Du gehst hier hin, dann bist du unter dem Schutz von dem. Okay. Ich hadere immer noch mit dieser Situation hier. Ich denke, wir müssen das machen. Da habt ihr zumindest wieder ein bisschen Munition. Das ist wohl besser als gar nichts. Ihr kommt nicht bis hier unten hin. Will ich das? Wahrscheinlich. Das Problem ist, wenn ich hier angreife, stehe ich auf dem Fluss. Was schlecht ist. Der könnte angreifen, würde aber selber Schaden nehmen. Ist nicht so wild, denke ich. Okay, Glück gehabt. Jetzt hat er nichts mehr. Ich denke, wir verwenden dich, um hiermit auszuhelfen. Der wird sich wahrscheinlich wieder hochheilen. Alles andere würde mich extrem überraschen. Das ist ein Forestfeld. Geh du mal hier hin. Und du kümmerst dich um die hier. Schöne Infanterie. Oh, wir haben noch einen Bomber. Wenn ich hier hingehe, müsste ich ungestraft bomben können. Nur eine minus 3. Es ist ekelhaft, dass das sich nie so richtig ausgeht. Was mache ich mit dir? Mitten auf der Fluss zu stehen ist auch irgendwie bescheiden, aber die haben keine Vision da. Von dem her, was soll's. Zumindest für den Moment nicht. Das kann sich jederzeit ändern. Ich denke, ich pack dich dahin. Sollen sie Vision auf das Ding haben? Wenn sie den angreifen und er stirbt, ist mir das relativ egal. Es sind alle gezogen. Okay, gehen wir das... gehen wir es weiter. Ja, noch eine minus 3. Mist. Viel zu viele Flugzeuge. Au. Ja, und die Kratschützen sind weg. Na klar.
Tja, dann kaufen wir die wohl wieder. Ich meine, die hatten nicht so viel XP, von dem her, es könnte schlimmer sein. Den hat er jetzt natürlich wieder hochgepusht. Hier wurden wir gebombt. Müssen wir gucken, was wir da machen. Aber gut, mein Lieben, ich denke, an dieser Stelle machen wir erstmal einen Break. Beim nächsten Mal geht es dann hier weiter. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.